Na bitte. Was ist das? Ah, ist einfach nur eine Batterie oder irgendeine Sicherung, keine Ahnung. Da-da-di-da-da. Gibt es da unten irgendwas Interessantes für mich? Schubi-dubi-du. Hätte ja sein können, dass da vielleicht irgendwie so ein Schatz drunter vergraben ist. Wer weiß. Bam, bam, badam, bam, bam, badam, bam, bam. Treppensteigen war gestern. Behälter. Schweißelektroden. Die Haupttür wurde mit Energie versorgt, die Innentüren aber nicht. Für die volle Funktionsfähigkeit der Anlage wäre eine aktive Energierelaisstation erforderlich. Das bedeutet, dass die Antenne auch keine Energie hat. Vielleicht verraten uns die Loks, was mit dem Energierelais los ist. Terminal! Nachricht für Nick Taniopolis. Die Leute hier reden. Sie sagen, EOS wäre nicht lebensfähig. Dass es nicht so läuft, wie sie erwartet hatten. Ich finde, du solltest zurückkommen. Ich weiß, was du sagen wirst. Ich habe mich nicht für die Initiative gemeldet, um in einer schwebenden Blechbüchse gefangen zu sein. Und ich verspreche dir, du kriegst dein Abenteuer. Später, wenn sie mehr Zeit hatten, eure Sicherheit zu planen und zu gewährleisten. Ich musste Mom versprechen, dass ich dafür sorge, dass du dich nicht übernimmst, und das mache ich. Denk wenigstens darüber nach, für mich, und melde dich regelmäßiger. Ich habe schon angefangen, mich wie Mom zu sorgen. Der Nagel an meinem kleinen Finger ist schon abgekaut. Es liegt an dir, ob meine restlichen Nägel intakt bleiben. Hab dich lieb. Okay. Sehr besorgt. So, bitte um Update. Lea Wells. Hallo, verzeihen Sie, wenn das der falsche Kanal ist, aber man hat ihn mir auf der Nexus gegeben. Meine Freundin hat sich seit einer Weile nicht gemeldet, daher bitte ich um ein Update. Lea Wells, Forschungs- und Entwicklungsabteilung, Forschungsassistentin 2. Ist sie nicht an meinem Board? Lea? Hieß sie nicht so? Sie antwortet nicht auf Nachrichten und ich mache mir Sorgen. Bitte, sagen Sie ihr, sie soll sich bei mir melden. Hallo? Tut mir leid, Sie erneut zu belästigen. Ich habe vor ein paar Tagen um ein Update zu Lea Wells gebeten. Aber ich habe nichts gehört. Es sieht aus, als wäre die Nachricht gar nicht geöffnet worden. Ist bei Ihnen alles in Ordnung? Bitte antworten Sie so bald wie möglich. Und sagen Sie Lea, sie soll sich bei mir melden. Hm. Was haben wir denn da? Blastos. Oder was ist das? Keine relevanten Daten. Scan abgeschlossen. Da, di, da, di. Haben wir hier sonst noch was? Ein Behälter mit Loot, Terminal. Noch mehr Lootbehälter. Eisen. Revenant. Naja. Naja. Alles nehmen, komm. So, Terminal. Abspielen, Audiolog. Sandstürme, Strahlung. Was zum Teufel hat sich Addison nur dabei gedacht, uns hierher zu schicken? EOS sah vielleicht damals in der Milchstraße fantastisch aus. Aber aus der Nähe betrachtet ist es die reinste Hölle. Farthingale sagt mir ständig, ich soll positiv bleiben, damit sich der Rest des Teams an mir aufrichten kann. Aber ich werde einfach das Gefühl nicht los, dass ich hier draußen sterben werde. Ja, so wie sich da, so wie das hier im Moment aussieht, sind sie das auch alle. Ich habe ein partielles Lock, kann aber die Antenne nicht einschalten. Etwas blockiert die Energieversorgung. Die Ursache ist eine externe Sperrung. Ihr Ursprung liegt in einem nahegelegenen Energierelais-Turm. Dann sind wir also nicht die Einzigen, die sich dafür interessieren, was hier passiert ist. Sehen wir uns diesen Relais-Turm mal an. Relais.
Sehen Sie sich das an. Dieser Ort ist eine Ödnis. Die Strahlung in der Atmosphäre von Eos erzeugt eine lebensfeindliche Umgebung. Strahlung? Unsere Anzüge schützen uns doch davor, oder? In Anlage 1 gibt es Schildmasten, die das Ausmaß der Kontamination dämpfen. Und was ist, wenn wir uns außerhalb des sicheren Bereichs von Anlage 1 aufhalten? Das wäre nicht ratsam. Dann bist du tot. Ja, so ein bisschen. Boah, dieser Sand, der gefällt mir. Was machst du denn da? Du benimmst dich ja noch komischer als ich. Dieses Bauwerk da vorne. Was ist das, Sam? Es entspricht dem Profil einer Energierelaisstation, Pathfinder. Sehr gut. Wenn wir sie zum Laufen kriegen, werden die Gebäude vielleicht mit Strom versorgt. Und wir können dieses Signal verfolgen. Der Standort für Anlage 1 wurde unter anderem wegen der vorhandenen Zugangs zu Wasser gewählt. Es ist jedoch strahlungsbedingt durch Hydroxylradikale und Deuteriumisotope verseucht und muss deshalb über das normale Maß hinaus aufgearbeitet und gereinigt werden. Aha, also besser nicht im Rohzustand trinken. Könnte gefährlich werden. Sie ist nicht funktionsfähig, Pathfinder. Kein Wunder, nachdem sie so lange ohne Strom war. Wir hatten nicht mit solchen Bedingungen gerechnet. Wie auch? Nicht funktionsfähig, ja? Dann verschaffen wir uns halt Zugriff. Wenn nicht so, dann so. Ach so, hier. Dann war das wohl kein Kettschiff. Die klopfen nicht an. Hier sind Leute? Wir dachten, alle wären längst weg. Natürlich dachten sie das. Und jetzt verziehen sie sich. Finden sie ihr eigenes Bergungsgut. Hier ist besetzt. Ich bin hier, um zu helfen. Ich sammle kein Bergungsgut. Ich bin ein Pathfinder. Wir wollen alles wieder in Ordnung bringen. Nennen Sie mich Clancy. Pathfinder, hm? Als ob das viel ändert. Die Nexus kann Eos einfach nicht in Ruhe lassen, was? Egal, wie oft sie hier unten scheitert. Ich verfolge ein Signal, das Eos helfen wird. Ich benötige lediglich Strom für die Antenne. Ich habe die Energie nicht grundlos abgedreht. Die Cats sind heute auf Patrouille. Wenn sie das Energierelais einschalten, wissen die, dass hier unten noch ein saftiges Ziel am Leben ist. Dann überlassen sie diese mir. Helfen Sie mir mit dem Energierelais, dann kümmere ich mich um die Cat. Sie sind verrückt. Aber vielleicht auf eine gute Art. Okay, ich aktiviere die Generatoren da draußen. Wenn Sie den Tiger reizen wollen, bitte sehr. Okay, das heißt jetzt gleich... Machen wir uns bereit. Sobald wir die Generatoren starten, wird es vermutlich ziemlich ungemütlich. Ja, wir können hier nicht weg. Die Tempest steht ja auch noch hier. Aktivieren. Die Startsequenz ist fehlerhaft. Manuelle Eingabe erforderlich. Verdammt. Scannen Sie bitte einen der Pylonen. So kann ich einen Zugangspunkt identifizieren, den wir hacken können. Möglicher Zugangspunkt zur Generatorensteuerung ermittelt. Ich habe die Position gekennzeichnet. Ach, Kinders. Dann kennzeichne du mal. Da, 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 da. Moment mal. Scan abgeschlossen. Dann war da. Enthält leichte Träger. Markierungsfarbe und empfindliche Untersuchungsoptiken. Anmerkung von Technikerin Betty Chase. Für die herrschenden Bedingungen ungeeignet. Was? Wo haben wir denn jetzt hier? Hier? Nee. Das die zwei. Fluorid? Pff. Einfach mal irgendwas am Boden aufgehoben. Gab's hier nicht drei Sachen? Nee.
Hey, jetzt bin ich aber gerade so ein bisschen Banane in der Birne. Wo muss ich denn hin? Muss ich da oben irgendwas machen? Ach so. Okay. Der Generator ist aktiv. Sam, unser Freund Clancy. Hat er dem Außenpostenteam angehört? Nein, Pathfinder. Den Unterlagen der Nexus zufolge ist er im Hangar stationiert. Und was macht er dann hier? Schwänzt er etwa die Arbeit? Vielleicht betätigt er sich ja nebenbei noch als Bergungsgutsammler. Ich glaube, wenn hier die ganzen Cats die ganze Zeit aufgetaucht sind, dann hat der Mann deutlich andere Probleme als Flugzeuge. Wir haben Gesellschaft. Ja, komm mit her, komm mit her. Komm mit du. Boah, das ist aber gerade echt laut. Moment. Ah, Mann, ey, ist das laut. Darf es nur einer sein? Ja. Ich weiß, der war vielleicht... Aber er hat ihn betäubt. Was will man mehr? Sie haben nicht übertrieben, was die Cat betrifft. Die Energierelaisstation ist bereit zur Aktivierung, Pathfinder. Bom, 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 bom. Nur für den Fall, dass noch mehr von den Typen hier auftauchen sollen. Hep, 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 hep. Jump! Geh. Pathfinder, diese Tür ist versperrt. Ohne Energie gibt es keine Möglichkeit, sie zu öffnen oder sich Zugang zu diesen Gebäuden zu verschaffen. Tja, müssen wir doch nochmal mit unserem guten Manacle da oben reden. Keine Ahnung. Da 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 di. Hallöchen. Sie haben alle Cat erledigt? Klar, benutzen Sie das Energierelais. Ach was, nehmen Sie sich was immer Sie wollen. Trotzdem ein kleiner Rat. Wenn Ihr Signal außerhalb des sicheren Bereichs liegt, benötigen Sie eine Fahrgelegenheit. Eine Fahrgelegenheit? Shuttles machen bei diesem Wind keinen Spaß. Sie brauchen Räder. Ich glaube, da steht noch eine Kleinigkeit im Lager. Und Sie haben sie nicht genommen? Sind Sie noch nicht dazu gekommen, sie zu bergen? Ich hab's versucht. So einfach ist das nicht. Aber für einen Pathfinder ist das wahrscheinlich leichter. Wir gehen zu unserem Shuttle. Wenn Sie so weitermachen, finden wir bei unserem nächsten Besuch vielleicht nicht nur Bergungsgut. Bringen Sie sich in Sicherheit. Passen Sie auf sich auf. Ab jetzt übernehmen wir. Die verrückte Blaue wird ihre Teile wohl bei jemand anderem kaufen müssen. Die verrückte Blaue? Meinen Sie jetzt eine Asari oder was? Der hat es sich hier aber echt gut gehen lassen. Naja, im übertragenen Sinne. Wahrscheinlich eher nicht. Asari Comlink. Ah, verrückte Blaue. Energierelais Steuerung aktivieren. Energie wiederhergestellt. Wir sollten jetzt auf alles in Anlage 1 Zugriff haben, oder Sam? Korrekt. Ich habe außerdem die Quelle des Signals geortet, das wir im Orbit entdeckt haben. Es kommt von einem großen Alien-Bauwerk außerhalb von Anlage 1. Es ist dem sehr ähnlich, welches Ihr Vater benutzt hat, um die Atmosphäre auf dem vorherigen Planeten zu verändern. Das sollten Sie sich vielleicht einmal ansehen. Definitiv. Das könnte eine heiße Spur sein. Das sollten wir uns unbedingt ansehen. Hört, hört! Noch eine Warnung.
Die Strahlungsbelastung außerhalb der Umgebung von Anlage 1 liegt im kritischen Bereich. Ohne zusätzlichen Schutz können sie nicht weitergehen. Noch ein Grund, um herauszufinden, ob dieses Alien-Bauwerk diesen Planeten verändern kann. Los, wir sollten dieses Fahrzeug finden, das Clancy erwähnt hat. Lebensfähigkeit. Jetzt, da die Stromversorgung wiederhergestellt ist, können wir die Gebäude in der Nähe untersuchen. Um Fahrzeug zu finden. Hier ist bestimmt mein Fahrzeug drin. Schwuppa. Aua. Okay, das war vielleicht keine so geile Idee. Da hatte ich auch schon mal was Besseres. Behälter. Salarianischer Verstärker. Ring, ring. Nenü. Na sowas. Das Forschungszentrum des Außenpostens ist noch intakt. Ich informiere die Tempest über diese bedeutsame Entdeckung. Die Forschung war für die Initiative schon immer von entscheidender Bedeutung. Und wir werden auch hier nicht auf sie verzichten können. Das hier ist wichtig für unseren Erfolg. Diese Technologie ist der Schlüssel zu unserem Überleben in Andromeda. Sie ermöglicht es uns, Neues zu erschaffen. Es gibt offenbar jemanden, der diese Einschätzung teilt. Dieses Forschungszentrum wurde erst kürzlich zur Überwachung des fremden Signals genutzt. Das gibt uns die Mittel, die Quelle zu finden. Und vielleicht auch den, der sonst noch danach sucht. Haben wir doch schon mal was. Speckmagnete. Regnet es? Nee. Klang gerade nur so, deshalb habe ich jetzt gerade mal so ganz kurz... Terminal! Aktivieren! Die Forschungsstation ist wieder online. Ich habe eine Liste von Waffen erstellt, die wir mit den erforderlichen Komponenten herstellen können. Waffen und Panzerung. Die hätte ich gerne. Natürlich fehlt mir noch ein bisschen was. Scheiße. Pionier. Bin das nur ich oder? Ich finde die scheiße. Biotikverstärker. So viel Biotik, wie ich habe. Wir lassen es erst nochmal. Wir sparen noch so ein bisschen. Datenpad. Login. Leitender Vorarbeiter Adriano Fonesca. Habe heute die neuen Bolzen für den Unterschlupf ausprobiert. Nur die Zeit wird zeigen, ob sie auch halten, wenn der nächste Sturm über uns hinwegfegt. Zumindest dürften diesmal die Einzelteile leichter zu finden sein. Shorty will eine Evakuierung zurück zur Nexus und sagt, zu viele Cat, nicht genug Wasser, keine Hoffnung. Lieber verkaufe ich Vorräte und schlafe an Deck, als noch eine Nacht wach zu liegen und den Stürmen zuzuhören. Kann nicht behaupten, dass er Unrecht hat, nachdem ich 3 Männer durch die Cat verloren hatte. Wollte ich auch von hier weg. Aber ich habe ihn gefragt, was ich mich gefragt habe. Was hat die Nexus Pionieren zu bieten? Ist EOS nicht das, wofür wir uns verpflichtet haben? Doch, ist es. Es muss. Ende des Logs. Naja, wenn wir hier irgendwas dran rumschrauben können. Sonderanforderung. Geländegängiger Spare Rover. Ein Nomad. 6-Radantrieb. Jetpacks. Genau das, was Sie brauchen. Ich glaube, ich sabbere gerade ein wenig. Das muss Clancy gemeint haben. Die Kiste benötigt einen Zugangscode von einem Aufklärungsposten. Aufklärungsposten sind Kontrollpunkte zur Notfallversorgung. Mehrere davon befinden sich zurzeit im Orbit. Ich kann einen anfordern. Suchen wir eine gute Stelle dafür. Nicht gut. Ein Aufklärungsposten muss den Zugangscode haben. Ach so, ja. Wir müssten nur einen anfordern.
Da 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 da. Ah. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Ich dachte erst, ich muss das rufen. Nein. Sieht aus, als wären die Vorräte des Aufklärungspostens intakt. Lade den Zugangscode für die Nomad-Kiste herunter. Ah. Ja, wir bleiben mal bei der Martok. Ich meine...